Liebe Wölfe, unsere Lena Gößling ist da. 200 Spiele hast du gemacht für den VfL Pflichtspiele am vergangenen Sonntag. War es soweit? Ja, wie schaut es denn dir aus mit den 200 Spielen auf dem Buckel? Ja, ich habe das erstmal gar nicht so wahrgenommen, weil ich wusste es vorher auch gar nicht, dass es wirklich mein 200. Spiel war. Ich glaube, wir hätten es uns ein bisschen leichter vorgestellt. Vielleicht hätten wir ein bisschen höher gewinnen können. Aber ja, ich bin stolz darauf, dass ich jetzt 200 Spiele in diesem tollen Verein gemacht habe. Ja, Gratulation dazu. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Kommen noch 200 dazu? Nein. Wie viele denn? Boah, wie viele noch? So viele wie möglich, sage ich mal. Also ich kann nicht sagen, wie viele Spiele ich mache. Ich versuche natürlich, jedes Spiel mitzumachen, immer einen Einsatz zu bekommen. Und wie viele es dann werden, kann ich nicht genau sagen. Welche Spiele sind denn besonders in Erinnerung geblieben? Was waren, ich glaube, ich weiß die Antwort auch schon, vielleicht Triple, so die Spiele? Oder ist so eins vielleicht noch, was du herauspicken würdest? Boah, ja, das erste Champions-League-Finale, das war natürlich schon für uns ein unbeschreiblich tolles Erlebnis, dass wir das dann da auch noch gewonnen haben, irgendwie 1-0. Ich glaube, wir haben 90 Minuten nur verteidigt und dann hatten wir einen Moment, wo wir einen Elfmeter bekommen und dann war das Spiel durch. Es war schon ein unbeschreibliches Gefühl und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Moment, ja, der so ein bisschen abhebt von den anderen tollen Momenten. Jetzt ist die Liga wieder losgegangen. Erfolgreich sind wir gestartet, 1-0 am vergangenen Wochenende. Jetzt geht es zum MSV Duisburg am kommenden Wochenende. Was denkst du über den Gegner? Was müssen wir da an den Tag legen? Ja, so ein bisschen das Gleiche, was uns Sonntag wahrscheinlich erwartet hatte. Tiefgestehender Gegner. Der Platz ist auch immer so ein bisschen so eine Wundertüte. Ich hoffe, dass wir darauf Fußball spielen können. Geduldig müssen wir sein. Wir müssen Spielfreude an den Tag legen und wieder genauso torgierig sein. Vielleicht die eine oder andere Chance ein bisschen mehr nutzen. Und ja, ich glaube, das erwartet uns dann da wieder. Ganz, ganz vielen lieben Dank und viel Erfolg.